Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir können hier jetzt unten den Jungs und Mädels Bescheid sagen von P2 hier von den Red Devils, dass hier der Walker jetzt schuldenfrei ist durch eine Quest, die ich gemacht habe. So, Lusa Saavedra. Genau. Ja. Ich will seine Augenklappe haben. Ich habe mich um Percival Schulden bei der Hand auf sie gekümmert. Ernsthaft? Gut ja. Gemacht. Er ist jetzt schuldenfrei. Dann bin ich jetzt wohl an der Reihe. Ja. Er ist im alten Red Devils Hauptquartier. Da wurde nach der Auflösung unserer Einheit alles verriegelt. Aber wir haben ihn durch die Tiefminen reingebracht. Okay. Ich wollte dich wegen der Spacer warnen, aber um den Abschaum hast du dich ja offenbar schon gekümmert. Hier, der Zugangspass. Ich lasse ihn wissen, dass du auf dem Weg nach unten bist und er dir ein fettes Dankeschön schuldet. Okay, 500 Credits. Okay, auf zu Percival. Gibt's hier eigentlich auch eigentlich gab's hier doch noch einen anderen Weg nach oben. Hier, die Treppen. Die Treppen finde ich das besser, tatsächlich. Bitte lose Gegenstände sichern, selbst Halt suchen hier. Oder sitzen bleiben, sollte es zu unvorhergesehenen Beben kommen. Anstatt immer diese Ladebildschirme mit dem Fahrstuhl. Bevor du was sagst, nein, der Mars ist nicht wie die Erde. Jo, jetzt wird hier wieder gesprengt. Ja, aber ich denke, so wird wirklich unser aller Leben dann aussehen, wenn wir irgendwann im Weltall. Ja, sagen wir mal, mehr erforschen und so weiter. Wenn wir wirklich alles hier kolonisieren und so weiter, dann werden auch wirklich tatsächlich Miner mehr gebraucht. Also Leute, die hier die Ressourcen abbauen. Und ich frage mich, man kann hier bei den ganzen Planeten Außenposten errichten. Und wie sieht es eigentlich mit diesen Gasriesen aus? Oh, ist wieder hell. Warte mal, hier gab es ja doch auch... Hier, das Ding müsste auch noch Geld haben. Ja, komm, hoch. Hier können wir doch auch noch verkaufen, oder? So, Waffen haben wir hier. Die Dinger noch. Gut, dass das Ding noch Geld hat. So, jetzt hat er nicht mehr so viel Geld. So, Deep Raccoon. Raccoon. Navigator. Okay, können wir nicht mehr verkaufen, aber hier Rucksäcke bestimmt. Den weg. Arbeitsuniform UC Navy. Das sieht geil aus. Arbeiterbraun. Gravity Plus Söldner. Die Mütze. Meine Arbeitskleidung. Meiner Schutzhelm. Urbaner Operator. Nochmal meiner. Der sieht auch cool aus. Ich glaube, den hier behalten wir. So. Ausrüstung Arbeiterbraun verkaufen wir. Den verkaufen wir. Das verkaufen wir. Das brauchen wir nicht. So. Das Ding braucht wieder ein bisschen mehr Geld. Wie sieht's aus? Können wir jetzt eben hier wieder zwischenlagern? Müssen wir wieder was einlagern. Wir sind nämlich total überladen. Und wir müssen zusehen, dass wir auch wieder viel verkaufen. Wie kann ich dir helfen? Und was ich auch vorhabe ist, früher oder später, hier müssen wir eigentlich auch ein paar Sachen. Hier Anzüge. Den
navigieren. Ne. Rucksäcke. Helme. Den würde ich hier lagern wollen. Weil der cool ist. Den lagere ich hier mal ein. Und den hier lagere ich hier mal ein. So, werfbare Items. Was habe ich hier unter Sonstiges? Und hier muss ich auch einmal gucken. So, den muss ich umlagern. Das nehmen wir mit. Habe ich hier vielleicht noch etwas, was wir gebrauchen können? Den? Schiffsteile lassen wir hier. So, Ressourcen lassen wir auch hier. Dann müssen wir von unseren Sachen hier noch mal ein paar Sachen einlagern. Die Navigator-Rüstung und die Tiefminen-Rüstung. Rucksäcke, das kann hier rein. Und das hier. So, Helme. Das weg. So, Kleidung. Das kann da hin. Das kann hier hin. So, Unterhilfe. Das kann hier hin. Das. Ja. Die brauchen wir ja nicht. Wir nutzen ja hauptsächlich eher. So, hier haben wir. So, die können alle eingelagert werden. Und unter Sonstiges. Genmarke Sun und Hadrian, Glücksstiefel. Das sind alles eher. Ja, Sachen, die wir noch brauchen. Dann können wir hier nochmal. Den packen wir hier rein. Ja, lassen wir so. Ich habe gehört, du bist so schnell unterwegs, dass du einen Planeten umrunden und ich hoffe, die pechschwarze See behandelt dich gut. Warum das liegt er da? Egal. Sehen. Okay, die haben uns ein bisschen hier alles zugemüllt. So, in die Richtung müssten wir jetzt. Dann haben wir aber auch ein bisschen umgelagert. Ach, müssen wir wieder in dieselbe Mine? Okay. Boah, ich liebe diese Schwerkraft hier mit dem Fliegen und so weiter, dass man hier so hoch springen kann. Boah, wie geil das wäre, wenn ich jetzt auch ein bisschen mal im Weltall so in Real Life. Wahrscheinlich wünschen sich das auch die meisten von euch, dass man ein bisschen rumfliegen könnte, so ein bisschen auch. Das ist bei mir ein bisschen verbuggt. Habt ihr das gesehen gerade? Ich hoffe, das Spiel macht mir jetzt gleich keinen Strich durch die Rechnung. Aber wie geil es wäre, so ein bisschen im Weltall rumzuspazieren, auf irgendeinem anderen Planeten, wo man ein bisschen höher springen könnte, wo die Schwerkraft nicht so
gravierend ist. Jetzt muss ich dahin? So. Jo, wir müssen nochmal hier hin. Okay. Da ist aber auch nochmal eine Landeplattform. So, und hier müsste der Fahrstuhl. Ne, wir müssen nochmal. Wo war denn der Fahrstuhl? Die verlassenen Minen? Okay. Dann gehen wir mal hier rein. So, machen wir nochmal so. Und zur Not nochmal bewaffnen wir uns. Also wieder durch den selben Weg. So, und da hinten durch. Ich frage mich, wie das dann irgendwann später aussehen wird hier. Es ist ja halt eine verlassene Mine, aber hier soll man ja die wässrigen Hämatiden oder so abgebaut werden. So. Ach, das geht hier noch weiter. Okay. Und hier waren jetzt keine Spacer. Rein. Wo muss hier rein? Finde Percival. Ich bin ja dabei, aber ich sehe hier keine Tür, keinen Eingang. Gar nichts. Doch, hier. Hier ist ja eine. Ah, okay. Und in dem Bereich waren wir noch gar nicht. Gibt es hier noch mehr? Vielleicht Medipacks oder sowas? Sachen zum Verkaufen, was wir looten können? Drahtspulen. Aber normale Drahtspulen brauchen wir, glaube ich, nicht. Da haben wir wieder Wässrigen Hämatit. Ich glaube, wir müssen hier rum. Ich frage mich, wie leicht man sich im Weltall eigentlich fühlt. Aber ich frage mich auch, was man dann eigentlich aufgrund der Schwerkraft und beim Springen und so durch die Gravitation, was man dann dafür
beschissene Rückenschmerzen dann haben. Eier und Orange. Graviplas Offengrau. Noch mehr Hämatiten. Die nehmen wir mit. Die dauern länger als andere Ressourcen, habe ich so ein Gefühl. Nochmal. Dann kommen jetzt auf einmal die Miner hier hin und die haben nichts mehr. Ich habe schon alles weggelootet. Die kriegen kein Hämatit mehr. Okay. Ein bisschen beeindruckt. Aber nur ein bisschen. Das Ding sagt mir schon hierhin. Okay. Also hier ist die eine Basis, was PC1. Da haben wir auch nochmal Hämatit. Wo ist denn der Navi auf dem Boden? Kann ich jetzt nochmal so machen. Hierhin, okay. Gehe trotzdem vielleicht dahin. So. Du hast mich also bei der Handelsaufsicht aus den roten Zahlen geholt? Jo. Ich weiß das zu schätzen, bezweifle aber, dass du mir einfach nur einen Gefallen tun wolltest. Erklärst du mir jetzt, warum du ruchlose alte Männer belästigst, indem du ihnen ihre mühsam erarbeiteten Schulden nimmst? Dr. Walker, ich muss eine Gewebeprobe analysieren lassen. Ich überbringe das für eine alte Kollegin von dir, Hadrian Saunon. Hat ganz schön lang gedauert, dich zu finden. Nimm die verdammte Probe. Ja, komm, wir sind mal nett. Hadrian hat dich geschickt. Ging es ihr gut? Sie lebt, wurde aber verletzt, als sie die hier für dich nehmen wollte. Wenn gut bedeutet, von einem Terrormorph verletzt zu werden und zu überleben, dann ja. Dann kann sie von Glück reden. Hoffentlich hattet ihr genug Unterstützung. Also, was solltest du mir denn bringen, nachdem sie dich in Gefahr gebracht hat? Terrormorph-Zellen von einer Welt, die zu jung dafür ist. Zellen eines Bio-Freiland-Terrormorphs von Tau Gourmet. Das klingt irgendwie super. Bio-Freiland-Terrormorphs. Terrormorph-Angriff? Ich weiß nicht so recht, warum du das... Moment mal. Tau Gourmet? Oder meinst du Tau Ceti? Auf Tau Ceti gibt es aber keine Siedlung, die alt genug für einen Terrormorph ist. Entweder eben gründet da jemand den schlimmsten Streichelzoo des Universums, oder... wenn sie dich den ganzen Weg halt zurücklegen lassen... Gehen wir rein. Das muss ich mir ansehen. Ja, okay. Gehen wir mal rein. Ich folge ihm mal. So. Hauptquartier der Red Devils. So, Percival Walker. Ich würde dich bitten, nichts anzufassen. Wir laufen gerade einige Projekte und ich hatte keine Gäste erwartet. Oh, und Lou meinte, du hättest die Schulden beglichen.
Toll finde ich es nicht, dass die Aufsicht meine Forschung in die Finger gekriegt hat. Aber das ist wohl der Preis dafür, wenn man nicht mehr in einer Höhle leben will. Ja, okay. So, was macht er jetzt? Alles fertig. Dann blicken wir doch mal in diesen Abgrund. In Ordnung. Die zellularen Marker sind getaggt. Moment. Wo sind die Marker? Das kann nicht sein. Diese Probe, das ist Londinion. Das muss ich alles auf eine Slate übertragen. Londinion? Du hast die Probe wirklich von Hadrian und belügst mich nicht? Falls das nämlich ein Schwindel wäre, und das wäre der beste, den ich je gesehen habe, wäre ich sauer, aber auch ziemlich erleichtert. Die Probe ist echt. Ich habe sie persönlich von einem Terramorph entnommen. Falls was nicht stimmt, sprich mit Hadrian. Ich habe sie nur überbracht. Hadrian hat sich also nicht geirrt. Die Probe bietet Grund zur Sorge. Hadrian hatte mal wieder vollkommen recht. Eine ihrer Angewohnheiten. Falls also dein Filmteam jetzt rauskommen und Überraschung rufen würde, wäre ich alles andere als traurig darüber. Falls was nicht stimmt, sprich mit Hadrian. Ich habe sie nur überbracht. Nee, ich möchte, Nimm doch Rücksicht auf mich. Diese Probe weist alle Anzeichen des schlimmsten Terramorph-Angriffs der Geschichte auf. Von Londinion hast du schon gehört? Hadrian hat es mal erwähnt, klingt nach einer ziemlichen Tragödie. Das sagt mir nichts. Ja, also Londinion haben wir auch anders schon erfahren, aber okay, machen wir das. Oh ja, eine ganze Stadt wurde ausgelöscht. Die Schwärme waren so schlimm, dass der Raumhafen gesprengt wurde, um die Stadt von der Galaxie abzuschirmen. Nur wenige Proben aus der damaligen Zeit haben den Planeten verlassen. Aber die, die wir haben, sehen genauso wie diese aus. Es gibt auch keinerlei Hinweise darauf, dass dieses Exemplar sich zu Lebzeiten je auf einem Schiff befunden hat. Ich glaube nicht, dass es nach Tau Ceti transportiert wurde. Es ist dort gewachsen. Und zwar unglaublich schnell. Wenn eine neue Ära der Beziehungen zwischen Menschen und Terramorphs beginnt, in der Angriffe wie in Londinion außerhalb von Londinion möglich sind, das wird nicht gut für die Menschen enden. Du hast dieses böse Omen den ganzen Weg hierher gebracht. Sagst du mir, was du mit dem Ding vorhast? Die Befehle lauten, dich und die Analyse zu Hadrian zu bringen. Sie müsste im Sixth Circle warten. Mach dich fertig, wir sorgen dafür, dass es keine weiteren Angriffe gibt. Wir gehen, sieh zu, dass du mich nicht bremst. Aber der Angriff auf Londinion war gewaltig, oder? Warum ist ein einziger Terramorph so schlimm? Weil die Terramorphs in Londinion so vernünftig waren, an Ort und Stelle zu bleiben. Das war eine Tragödie, aber wenigstens war sie eingedämmt. Hinweise auf einen ähnlichen Angriff auf einer anderen Welt. Wir haben nicht genug Informationen, um zu sagen, was das bedeutet. Aber bestimmt nichts Gutes. Nee, das glaube ich auch. Daher wüsste ich gerne, wie dein weiterer Plan aussieht. Die Befehle lauten, dich und die Analyse zu Hadrian zu bringen. Sie müsste im Sixth Circle. Mach dich fertig, wir sorgen dafür, dass es keine weiteren Angriffe gibt. Das will ich auf jeden Fall. Musik in meinen Ohren. Hier, mit dem Aufzug kommen wir schneller nach oben. Eigentlich soll der nicht benutzt werden, aber besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Gehen wir. Ja, dem stimme ich zu. Wo ist denn der Fahrstuhl? Da ist der Fahrstuhl. So, gucken wir mal, vielleicht gibt es hier noch was anderes zu looten, was wir gebrauchen könnten. Medipacks auf jeden Fall. Der hat hier gar nichts aufgeräumt. So, Digi-Dietrichchen, die nehmen wir mit. Das brauchen wir nicht. Alter, was ein Riesenlabor das ist. Oh, hier haben wir das. Forschungslabor. Das wollte ich jetzt mal ausprobiert haben. So. Also. Hier, wir haben ja ein bisschen jetzt mehr was. So. Ah, wir haben keinen Käse mehr. Okay, aber hier Wasser.
So, noch eins haben wir fertig. Und hier. Dichtmittel. Dann haben wir das jetzt beendet. Das blockiert. Und hier nochmal. Und Roboter 1. Okay, nice. Roboter 2 können wir nicht. Gut, dann müsste ich hier aber noch. Ne, hier fehlt noch was. Okay. So, hier. Dann haben wir das erledigt. Das blockiert und hier. Nice. Wir brauchen mehr solcher Forschungslabore, beziehungsweise mehr Ressourcen dafür. Eine Waffenwerkbank brauchen wir momentan nicht. Und wir haben ja irgendwo ja einen Außenposten gehabt. Ich glaube, auf dem Mond hatten wir eins hingesetzt gehabt. Oder auf der Erde. Ich glaube, auf dem Mond. Oxin-Dichtmittel. So, nochmal auf. Und wir brauchen definitiv mehr Rohstoffe. Hier hat dann nichts. Was haben wir hier? Pharmazeutisches Labor. Hier waren wir schon drin. Gut, auf zum Sixth Circle. Und er ist jetzt erstmal mein Begleiter. Oh, ich hoffe, den können wir behalten. Warum ist er so langsam unterwegs? Komm. Und dann gucken wir mal, wo wir jetzt rauskommen. Ah, hier kommen wir raus. So. Falsche Richtung, okay. Ich hoffe, der kommt hinterher. Da hinten landet ein Schiff. Ich würde aber gerne hier mal so ein Raumschiff kapern. Oder klauen. Und gucken, ob wir die auch irgendwie verkaufen können oder zu unserer Flotte hinzufügen. Das wird ein weiter Weg bis dahin. So. Und landen. Da kommt er. Der braucht aber ein bisschen. Aber ich finde auch mega die Weitsicht hier. Und auch mal auf so Planetenoberflächen rumzulaufen. Da war wieder dieser eine Grafikglitch. Aber Frames und so weiter laufen flüssig. Ich habe jetzt in dieser Folge keine der Frames verloren bisher. Laut OBS. Das ist aber ein weiter Weg dahin. Wo guckt er wieder hin? So guckt er immer irgendwie irgendwo nach links. Das ist irgendwie so ein Bug. Kann das sein? Dass er immer nach links gucken will. Da haben wir wieder den kleinen Glitch gehabt. Ah, da. Da ist er.
Ist auch ein cooles Schiff. Den würde ich auch gern klauen als Transportschiff. Und hoch. Wo ist denn eigentlich mein Raumschiff? Der sieht auch mega aus. Ah, da ist mein Schiff. Diagonische Maid. Müssen wir aber auch noch komplett umbauen. Also... Aber wir müssen erstmal zusehen, dass wir auch bessere Teile kriegen. Was, was Schiff angeht und so weiter. Schiffe bauen. Wenn wir hier nochmal unter Skillpunkte gehen. Hier gab es doch irgendwo Schildsysteme, Raumschifftechnik, Raumschiffdesign. Hier war das. Ermöglicht die Installation von verbesserten Schiffsmodulen. Ermöglicht die Installation von hochwertigen Schiffsmodulen. Installation von bahnbrechenden Schiffsmodulen und experimentellen Schiffsmodulen. Das würde ich gerne machen wollen, auch. Wir müssen hier so viel skillen. Und auch noch die Herausforderung machen, damit wir überhaupt die Dinger skillen können. Was ich aber auch noch gerne mal bauen will. Wir werden ja auf jeden Fall eine kleine Flotte machen. Eines der Schiffe, die ich gerne machen möchte, wäre tatsächlich den Millennium Falcon. Den möchte ich auf jeden Fall auch noch bauen. Kriegen wir auch noch bestimmt hin. Welche Roboter sind jetzt hinterhältig? Also, was kann ich für dich tun? Gerade nichts, nee. Wir machen jetzt erstmal die Vanguard-Quest. So, Ebene wählen. P2. Ist sie das wirklich? Was? Adrian. Ah, da sind sie. Meine Güte. Du bist aber alt geworden. Wir möchten daran erinnern, du bist auch kein Küken mehr, Major. Ich habe deine Probe gesehen. Es reicht wohl, wenn ich sage. Nicht hier. Lass uns ein ruhigeres Eckchen suchen. Wir können nach hinten gehen. Okay, ich komme mal mit. Folge Adrian. Jetzt will ich wissen, was das mit diesen Terramorphs auf sich hat. Blue hat mir die Kurzfassung erzählt. Ich bin dir sehr dankbar, dass du dich um alles gekümmert hast. Ich auch. Hoffentlich war es dann letztendlich doch nicht so schlimm. Ein bisschen mehr Schießerei als mir lieber, aber nichts, womit ich nicht klar kam. Es war kein Spaziergang. Schlimm ist genau das Wort, das mein Erlebnis am besten beschreibt. Ah, es war kein Schwarz. Ah, mehr ich, machen wir das? Naja, hatte nicht erwartet, dass es so kommen würde. Aber vielen Dank. Ich bin nur froh, dass ihr beide unversehrt geblieben seid. Also, habt ihr beide die Analyse hinbekommen? Hier ist sie. Diese Probe passt genau zu denen von Londinion. Londinion? Genau das hatte ich befürchtet. Es bereitet mir keine Freude, diese Nachricht zu überbringen. So viel steht fest. Also sag mir bitte, dass du einen Plan hast. Naja, zurzeit gibt es mehr Fragen als Antworten. Also habe ich versucht herauszufinden, wie wir an unsere alten Terramorph-Daten kommen. Guter Anfang. Und was hast du gefunden? Sie sind im Archiv. Im Sperrvertrag-Archiv?
Müssten wir uns dann nicht mit dem Kabinett rumschlagen? Und mit dem Freestar Collective? Und Haus Varun? Ich schätze, den Ansatz können wir vergessen. Ich dachte auch, das Kabinett würde uns nicht helfen. Allerdings habe ich ein paar Gefallen eingelöst. Sie hören uns unter zwei Bedingungen an. Sie wollen die Analyse sehen, die ihr durchgeführt habt. Und sie wollen besprechen, was auf Tau Ceti passiert ist. Mit uns beiden. Mit uns beiden? Wenn jemand Rothiere um den Finger wickeln soll, bin ich dein Mann. Klingt, als wärst du nicht hinter Wald- und Wiesendaten her. Du schuldest mir eine Erklärung. Das Kabinett, was ist das? Was ist das Sperrvertrag-Archiv? Was hat es mit dem Freestar Collective und Haus Varun zu tun? Das interessiert mich. Als der Koloniekrieg vor 19 Jahren mit der Unterzeichnung des Sperrvertrags endete, waren drei Fraktionen an den Verhandlungen beteiligt. Mhm. Die Colonies, Freestar und Haus Varun. Sie haben Entscheidungen darüber getroffen, welche Taktiken bei zukünftigen Konflikten erlaubt sein sollten. Alle Informationen über die Dinge, die sie verboten haben, werden im Archiv unter Verschluss gehalten. Es ist zwar möglich, an Daten zu gelangen, aber nur, wenn Mitglieder aller drei Fraktionen zustimmen. Und warum unsere Forschung dort ist, naja, dazu kommen wir noch. Und das Kabinett, was ist das? Das Kabinett ist das höchste Gremium der Colonies. Es besteht aus der Präsidentin, hohen Militärs, Wissenschaftlern und Diplomaten. Jede wichtige Entscheidung der Colonies läuft darüber. Das Kabinett ist unsere einzige Chance, ins Archiv zu gelangen. Ohne seine Zustimmung sind wir im Blindflug. Klingt, als wärst du nicht in... Ja, die Erklärung reicht mir vorerst. Natürlich. Du sollst alles erfahren. Percival und ich waren nicht nur Forscher. Wir waren Militärwissenschaftler. Wir führten eine Division der Colonies, die Aliens als Waffen eingesetzt hat. Mein Versteck war die Heimatbasis unserer Einheit. Nach ersten Versuchen in anderen Einrichtungen ist die Anlage zum Herz der UC-Xenokriegsführung geworden. Die Xenokriegsführung ist verboten, seit vor fast 20 Jahren der Sperrvertrag in Kraft getreten ist. Das UC-Militär hat uns damals entlassen. Ich weiß, wer du bist und deine Vergangenheit. Nun ja, die geht mich nichts an. Das erklärt immer noch nicht, warum die Terramorph-Daten im Archiv sind. Ich hatte mich schon gefragt, ob du mir das überhaupt mal erzählen würdest. Und was seid ihr beide dann? Komme ich etwa ins Gefängnis, weil ich euch geholfen habe? Das interessiert mich. Nein. Nach dem Krieg wurden wir deswegen beide entlassen. Mittlerweile sind wir nur noch besorgte Bürger. Mit recht speziellen Fachkenntnissen. Das hat sich vor langer Zeit zugetragen. Ja, das erklärt aber immer noch nicht, warum die Terramorphs... Im Rahmen dieser Mission sollten wir für die Colonies den Schlachtfeldeinsatz von Terramorphs erforschen. Das Projekt lief nie wirklich an. Aber unsere Daten befinden sich jetzt im Archiv. Zusammen mit allen anderen Informationen, die nach dem Koloniekrieg verboten wurden. Unter dem wachsamen Blick von Beobachtern aller Fraktionen, die sich noch an der galaktischen Politik beteiligen. Aber wenn wir das Kabinett dazu bringen, uns auf die Daten zugreifen zu lassen, haben wir alles, was wir für die Entschlüsselung dieser Probe benötigen. Und können hoffentlich weitere derartige Angriffe verhindern. Toll, finde ich es nicht, dass du mir was verheimlicht hast, aber ich kann dir wohl helfen. Ich brauche etwas Zeit, um mir das zu... Warum sollte unser Kabinett nicht helfen? Kann ich dir trauen? Woher weiß ich, dass die Daten nicht gefährlich sind? Weil das Terramorph-Projekt zum Scheitern verurteilt war. Terramorphs sind zu böse, clever und hungrig für Kampfeinsätze. Glaub mir, wir haben es versucht. Die Daten im Archiv sind historische Informationen, anatomische Beschreibungen und Nahrungskettenanalysen. Ohne Xenokriegsführung-Logo wären sie wohl nicht einmal geheim. Mein Wort darauf, sie sind vollkommen harmlos. Okay. Warum sollte uns das Kabinett nicht helfen? Ich hoffe, das wird es. Bei den Beweisen, die wir haben. Aber das Freestar Collective und das Haus Varun auf unsere Seite zu bekommen, wird nicht einfach. Da keine der Gruppen besonders gute Beziehungen zu den Colonies hat. Aus unterschiedlichen Gründen. Ganz genau. Um das zu schaffen, sind Verhandlungen, Vereinbarungen und jede Menge Diplomatie nötig.
aber ich sehe keine andere Option, um dieses Problem zu lösen. Also müssen wir sie irgendwie ins Boot holen. Hm. Toll finde ich es nicht, dass du mir etwas verheimlicht hast, aber ja, ich kann dir wohl helfen. Machen wir das. Mehr verlange ich auch nicht. Danke. Jetzt muss ich dafür sorgen, dass das Kabinett die Analyse erhält. Wenn das erledigt ist, treffen wir uns vor dem Mast in New Atlantis. Viel Glück. Ihr zwei werdet es brauchen. Okay, nice. Nochmal. Also die Quest haben wir jetzt erledigt. Nicht viele hätten ihren Hals einfach so für einen Fremden riskiert. Vorsicht bei den Geländern auf den oberen Ebenen. Es geht sehr verantwortungsbewusst. Ja, ich passe da schon auf. Keine Sorge. So, und auf zur Hauptebene. Manchmal glaubt man, dass er hier wieder, Geld. Wie geht's? Kann ich dir helfen? Cool. Ich hoffe, der hat wieder Geld. Nein, der hat nicht wieder Geld. Okay. Wir sehen uns. Nee, ich wollte jetzt mich nicht hinhocken. Obwohl, sieht schon cool aus, wie der sich hier hinhockt. Ja. Oh, da sind die beiden wieder. Okay. Dann wollen wir mal weiter. Wie viel Geld haben wir jetzt auch mittlerweile? Oh, 80.000. Passt. Aber gut Geld verdient. Schnell Geld verdient auf jeden Fall. So. Und auf unser Schiff. Wir machen erstmal diese Questreihe von der Vanguard und dann machen wir die andere. Deswegen, was haben wir noch eigentlich offen hier? So, Undercover begibt dich zur UC Vigilance. Mantis, liest die Slade über den geheimen Außenposten. Ich habe einen Slate. Komm, Notizen. Geheimer Außenposten. Treue gegenüber der Crew schon klar, aber scheiß drauf. Tötet, wenn es sein muss, um nach Denebola 1b zu gelangen. Dort gibt es einen geheimen Außenposten. Eine ehemalige Gelegenheit. Bring deinen Arsch dahin, sonst bereust du es für den Rest deines Lebens. Nochmal hier eins. Wir haben den zweimal. Okay, rein zum geheimen Außenposten auf Debola 1. Wo ist denn Debola 1? Hier. Denebola 1, Level 30. Da machen wir uns nicht auf den Weg. Wir müssten bis über Olympus nach Voli und... Hier Lantana. Von da bis hierhin. Okay. Aber hier gibt es auch einiges, die wir noch nicht betreten haben. Was ist denn das da? Das eine hinter Olympus? Aranee? Ne, Olympus waren wir, glaube ich, schon. Die sind aber auch sehr nah aneinander. Olympus waren wir. Aranee waren wir noch nicht. So, Piazzi? Wer ist... Bessel waren wir wahrscheinlich, ja? Ja, komm. Ah, ne, warte, jetzt habe ich was vergessen. Das wollten wir. Wir haben aber auch schon jetzt sehr viele Quests hier. So.
Augenzeuge, die Quest. Machen wir jetzt mal erstmal diese Reihe fertig. Und auf wieder auf dem Weg nach New Atlantis. Weißt du, ich liebe Cydonia echt. Okay, gut, Pilotensitz. Und abheben. Den werden wir definitiv noch ein bisschen weiter ausbauen. Bereit zum Start in 3, 2, 1, los! Ich glaube aber, die Argonische Maid werden wir zu einem richtigen Kriegsschiff ausbauen. So ähnlich wie ein Sternzerstörer. Umlaufbahn fixiert. Kinderspiel. Warte mal, wir können die ja rufen, ne? Willkommen auf dem roten Planeten. Gibt's ja auch Händler? Siedler? Gelbank, Lil Muff, Responder. Boah, cool wäre es, wenn ich hier auch so... Hier, Handlers, Atlas. Verstanden. Was kann die Handelsaufsicht für dich tun? Ja, handeln wir. Hab viel im Angebot, wenn du Credits hast. Ja. So, was hat... Viel im Angebot, okay. Ja, weniger. So, habe ich hier was? Oder eine Munition behalten wir, Anzüge? Kleidung. Das können wir verkaufen. Aber viel Geld hat die jetzt auch nicht. So. Sonstiges. Ah, die Dinger kann ich denen verkaufen. Okay. Das behalten wir. So, und den kann ich also die Sachen, die ich nicht brauche. Oder die gestohlen sind und so weiter. Verkaufen. So. Den weg. Den kann ich nicht mehr verkaufen. Okay. Gibt es hier noch einen Händler? USB Transport. Vielleicht können die. Schieß los. Handeln wir? Dem kann ich dann den Rest verkaufen, ne? Hat auch noch genug Geld. Schiffsteile hat er dreimal. Ich gucke, ob wir überhaupt erst einmal... So. Unterhelme. Jo, okay. Dann brauchen wir... Die Dinger doch. Warte mal, habe ich jetzt was verkauft, was ich nicht verkaufen wollte? Maelstrom, Equinox, Aeon, Beat. Zurückkaufen. Ich hoffe, ich habe den jetzt nicht verkauft, was ich nicht... So, das weg. Ah, das behalte ich alles. Okay, und dann wollen wir Alpha Centauri Mission. Reisen wir wieder zurück. Ich hoffe, ich habe jetzt den Cutter nicht aus Versehen verkauft. Direkt am Ziel. Untersprung. Achtung, du trittst in den Raum der United Colonies ein. Bitte Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Ja, wir warten eben auf den Scan. Wir haben keine Schmuggelware an Bord. Scan
abgeschlossen. Du kannst landen. Okay, nice. So. Ziviler Außenposten. Nee, da müssen wir hin. Ah. Hier ist das immer anders. So. Komm, wir landen direkt hier. Dann können wir da vielleicht sogar... Ne, wir haben ja schon alles verkauft. Aber da können wir mal gucken, ob wir nicht aus Versehen unseren Cutter hier verkauft haben. Die United Colonies erlassen die Centaurus-Erklärung und formalisieren damit die offene Kolonie. Ja, ich wollte es lesen. Nein, ich habe den Cutter aus Versehen verkauft. Warum? Ich hoffe, der. Verdammt. Warum habe ich den aus Versehen verkauft? Ich wollte den nicht verkaufen, den Cutter. Wie geht's dir heute? Du wirst beim Betreten der Stadt gescannt. Bitte weitergehen. Ich brauche wieder einen neuen Cutter. Kein Kopfgeld. Dann schönen Aufenthalt. Ja, suchen wir uns eben einen neuen. So, Geschäftsdistrikt. Fahren wir direkt dahin. Da muss es bestimmten Waffenladen geben. Outlanders war das, glaube ich, der Waffenladen. Und da können wir uns einen neuen Cutter holen. Wie ist es für diesen Typen aus Neon gelaufen? Verpasst. So ist der Red Mile Run. Man weiß Red Mile in Neon, okay. Ich glaube, wir müssten doch mal einen Neon-Besuch abstatten. Nur ein ruhiger Tag, ist das zu viel verlangt? Ich weiß nicht, was der hat. Wo ist ein Outlanders? SNN? Da können wir aber auch noch eine Dings abgeben. Wir haben ja bestimmt hier wieder Infos für die, Finn. Meine du hast eine neue Story für mich? Nee, ich habe das leider Gefühl, nicht. Dass wir uns wiedersehen. Ja, werden wir. Noch ein paar Mal. Da mach dir keine Sorgen. Unser Tisch ist bald bereit. So, wo ist ein Outlanders? War das nicht hier? Hier, Outland. Brauchen wir einen neuen Cutter. Ausrüstung ist gleichbedeutend mit Sicherheit. Ja. Willkommen bei Outland. Bei uns findest du die beste, zuverlässigste Ausrüstung für Abenteuer aller Art. Alle unsere Produkte werden von Menschen empfohlen, die ihr Leben der Fernreise verschrieben haben. Ich habe sie zwar selbst noch nie benötigt, aber ich bürge für die Qualität. Erstaunlich, dass du nichts von dem benutzt, was du verkaufst. Nicht gerade sehr beruhigend. Du fliegst also einfach splitternackt? Beeindruckt. Nein, ich fliege nicht. Nicht mein Stil. Ich würde gerne sehen, was du im Angebot hast. Du warst wirklich noch nie mal. Grundgütiger, nein. Ich könnte das nie. Man ist Millionen von Kilometern von allem entfernt und wenn etwas schief geht... Ich ertrage schon den Gedanken nicht. Ich habe lieber festen Boden unter den Füßen. Ah, okay. Und idealerweise einen frischen Kaffee in Griffweite. Den kriegt man im All auch nicht. Hast du viele Stammkunden? Ja, das ist in dieser Branche essentiell wichtig, nicht wahr? Wenn die Leute nicht zurückkommen würden, würde das nicht nur heißen, dass sie unzufrieden sind, sondern dass unsere Ausrüstung versagt hat und sie nicht zurückkommen konnten. Wenn das so wäre, könnte ich nachts nicht ruhig schlafen. Okay, ich würde gern sehen, sehr was man gut hat. Wir haben bestimmt etwas Passendes. So. So, Waffen. Den Cutter muss ich zurückholen.
Lichtbogenschweißer. Wofür ist der eigentlich gut? Schwere Waffe. Munition. Magnesium wahrscheinlich. Magnesium. Mit Magnum. Diese Magnum-Geschosse. Oder keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, was hier für Dings. Vagabund. Anzug Bodencrew. Space Trucker. Tiefbohrer. Tiefminen. Rucksäcke. Tiefensucher. Der sieht cool aus. Der Ash-Rucksack. So, Navigator, Space Trucker, Tiefensucher, Tiefminen, Bodencrew, Space Trucker. Hier, der Tiefensucher sieht eigentlich am coolsten aus, finde ich. Bequeme Kleidung, Siedler, Arbeiter, Bodencrew, Arbeitskleidung. So, der hat hier wieder Medipacks, die kostet aber 525. So, dann haben wir unseren Cutter wir wieder. Wir sehen uns. Ja, wir haben den Cutter wieder. Wir könnten das mal gucken, dass wir das auch vielleicht irgendwie neu designen oder so. Aber ich würde mich da lieber alles ab der nächsten Folge drum kümmern. Und wir treffen uns auch gleich mit Hadrian da vorne. Auch in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.